Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 9. Far Cry 6 Let's Play. Ja Leute, es ist wieder soweit, es ist 1 Uhr in der Nacht, der Rille Peter sitzt hier in seinem dunklen Zimmer und nimmt für euch Far Cry auf. Es ist die 9. Folge, ihr wisst, Ritual auf diesem Kanal für alle, die vielleicht neu dazugeschaltet haben. Bei Folge 10 gibt es immer ein 1-Stunden-Special, das heißt, morgen die Folge wird safe 1 Stunde gehen, da freue ich mich schon drauf. Die gestrige ging ja auch schon ziemlich lange, aber wir werden eigentlich versuchen, die Folgen immer so 40 Minuten im Schnitt zu halten. Und morgen kommt dann das 1-Stunden-Special, da habe ich auch richtig Bock drauf, Leute. Und ja, ey, ich höre auf damit, das jede Folge zu sagen, aber ich lese mir so gerne die Kommentare durch und jeder Kommentar, das ist unglaublich. Also ich habe das so vermisst und genau das war, glaube ich, das, was mir auch so die letzten Monate und Jahre gefehlt hat, diese krasse Aktivität von euch in den Kommentaren, dieses Feedback. Und in den letzten Monaten, da kam ja nur Resident Evil mal, da kam einmal das. Alles war so halbherzig, weil es, keine Ahnung, es kam jeden zweiten Tag. Hier ist jeden Tag jetzt wieder Action und so, das freut mich mega. Natürlich müssen auch die Spiele gegeben sein, keine Frage. Ne? Es kommen aber bald noch House of Ashes raus, es kommen noch andere Spiele raus. Und deshalb versuchen wir diesen Kanal gut zu beschmücken und geile Sachen rauszuballern. Ich würde sagen, wir starten rein in die heutige Folge. Lasst immer einen Daumen nach oben da, wenn ihr das gerade hört. Wenn ihr das jetzt hört, zack, Daumen da lassen, damit das Video besser gelistet wird, Freunde. Der Rillepeter musste mal vorgeschlagen werden. Wir machen weiter bei der nächsten Folge. Gestern ging die Post ab, Alter. Was war da los gestern? Habt ihr das gesehen in der Folge, Digga? Junge, mich hat einfach halb Timbuktu da angegriffen, Alter. Diese ganzen Spezialeinheiten, GTA 6, San Andreas, 5 Sterne, Polizei von hinten, Alter. Haben die so gemacht mit mir, so. Ich hatte da so einen kleinen Chorizo am Start, der hat einfach angebellt. Ach, wir waren ja hier. Die Mission ist doch nicht mal vorbei. Der Beginn hat eine scheiß Folterkammer voll mit Parias. Unter dem Leuchtturm, südlich von hier. Stimmt, wir haben ja diese eine Waffe, die für die Feuer schießt. Rette die Gefangenen. Ja, ja, wer mal. Ich bleib hier und guck mal, was ich noch finden kann. Digga, sind jetzt immer noch Wachen oder was? Okay, warte mal. Guck mal, die brennt das arme Pferd. Aber guck mal, ein Schuss, die ist tot, oder was? Nee, doch nicht. Die verliert da gar nichts. Lol. Die brennt ja nur einmal kurz. Ich glaube, du brauchst nur 3 Schüsse. Und dann verbrennt die doch, oder? Was? So krass ist diese Pistole gar nicht. Willst du mich verarschen? Wie wirft ihr diese Granate, Alter? Die Kachlowi. Junge, Junge, geht direkt wieder die Post hier ab, Alter. Ich will die armen Pferde nicht platt machen. So. Ich sag mal kurz, kurzen Prozess. Mir ist scheißegal, Alter. So, ich nehme jetzt das Auto hier. Was ist ein sehr schönes Auto. Hadouken! Ah, Platz hier. Gleich kommen die Hunde und so. Hallo, ey, nein, nein. Sorry, Hund, ey, es tut mir leid, Alter. Ey, die armen Hunde, die können nichts dafür. Hunde sind die liebsten Wesen. Die werden einfach... Oh, diese Geräusche. Das ist... Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid, kleiner Mann. Egal. Ey, das wollte ich nicht. Ist das ein Penis oder was ist das hier, Alter? Junge, Junge, wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen hier nicht zu viel Gewalt anwenden bei diesem Spiel. Was habt ihr denn für ein Geräusch? Das ist hier am Schnarchen. Ah, ist das Pferd. Sorry. Boah, das ist ein richtiges James-Bond-Auto hier, oder? Da fahren wir jetzt rein. Mal Platz, du Kachlowi. Ah, scheiße. Geil, fahren schon den richtigen Weg, oder? Wir fahren einfach hier. Junge, muss man diese Ego-Perspektive fahren? Das ist so komisch, ey. Wenn man selber im Auto sitzt. Wie kann man irgendwie die Kamera ändern? Moment. Steht hier irgendwas von Kamera ändern? Aber Platz hier, du Sibi, Alter. Radiosender. Okay, was kann ich noch machen? Anlage an, ausschalten. Ah, okay. So. Okay, ich hoffe, das ist der richtige Weg. Boah, ich gebe einfach jetzt Gummi, ist mir scheißegal, Alter. Ich fahre einfach rein jetzt hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Hui! Amen, na! Oh, ich fahre vor die Treppen damit. Ah, geht nicht, schade. Oh, oh. Müssen wir den Schalldämpfer rausnehmen? Wer redet denn hier? Ja, ich glaube, es hat keiner mitbekommen. Wow, bitte genießt mal diesen Ausblick wieder. Ey, da muss man einfach kurz still bleiben und genießen. Guck mal, hinten ist die Wache. Scheiße, darf ich nicht sehen da hinten. Wir müssen weiter. Weiter, weiter, komm mal, Peter. Ich bei diesen Spielen nicht immer direkt auf 180. Ich rette die Gefangenen. Dann will ich schnell weg, schnell weg, schnell weg, bevor der Typ da oben herkommt. Yalla, yalla. Versteck die einfach hier. Oder ich schmeiß die einfach ins Wasser rein. Boah, wie geil das hier aussieht. Boah, ich schwör, alles kommt nicht klar, ne? Oder einfach Genickbruch alles. Alter, das sieht so geil aus. Ich würde da reinspringen am liebsten gerade in den Fernseher, Mann.
Ey, und ich zock nicht mal auf dem 4K-Bildschirm. Mann. Freunde, ich muss irgendwie gucken, dass ich demnächst irgendwie ein 4K aufnehmen kann. Aber das ist nicht so einfach wegen OBS und so. Ich glaube, OBS kann man nur 1080p. Weil ich nehme alles in einem Programm auf. Meine Facecam oben rechts, das Gameplay im Hintergrund. So, und das heißt, ich kann das alles nicht einstellen. Das geht nicht. Oh, oh. Meint ihr, ich wurde gesehen? Von wem denn? Hä? Oha! Okay. Bazinga! Nicht gut, Digga, nicht gut. Gleich kommt die Alarmanlage, alles wieder. Nimm nur die Scheiße hier! Ich höre wieder irgendwelche Schritte hier. Da. Zack, Headshot. Ne, Hund, Alter. Digga, Mann, wieso müssen immer die Hunde sein, Alter? Ah, du kleiner Sibbi, Alter. Hier, Machete in deinen Nacken, Alter. Du Schwanz, Alter, in deiner Pumpgun, ne? Piss dich mit deiner Pumpgun. Was ein Vogel, Alter. Kommt mit seiner scheiß Pumpgun hier. Warte mal. Ich sehe keinen mehr hier, oder? Ne, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Warte mal. Ist jemand drin? Ne, auch nicht. Müssen alles schön looten, ne? Ist auch wichtig. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Benzin. Aber hier wird es noch rot angezeigt, oder? Das heißt doch normalerweise, dass hier noch... Hört ihr das? Ja. 2 Meter Abstand. Oh, oh, da kommen welche mit Auto. Da kommt Auto. Ich muss weg hier. Das nimmt kein Ende mehr hier. Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Was ist das denn für ein Bunker hier, Alter? Junge, wie geil das hier, Alter. Den Schwanz, den werden wir uns noch holen, Leute. Und dann werde ich ihm genau hier hinschießen. Merkt euch meine Worte, genau da werde ich ihm hinschießen. Macht einen Clip von dieser Folge, ich werde ihm genau da reinschießen. Wenn ich den sehe, diesen Schwanz, Alter. Das war's dann also. Na? Schwachstreck. Hol mich hier raus. Eres mi salvación. Eres misa, como estás? Ja, importante, las importantes a Cristiano Ronaldo. Was, Bruder? Hey! Scheiße. Okay. Ich hab einfach nur Kameras und so hier. Willst du mich verarschen, Alter? Er hat das hier als seine kleine private Folterkammer benutzt. Krank. Er hatte Parias da drin, aber ich habe sie befreit. Enfermo mental. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Aber gute Arbeit, Danny. Ich weiß jetzt, wo der Wissenschaftler arbeitet. Das Arschgesicht von vorhin. Sein Labor ist in Revmira. Wir sehen uns dort. Okay. Sagst du mir dann, was hier wirklich los ist? Ich sag es dir dann, wenn du es wissen sollst. Boah, ich pack mir jetzt gleich... Was geht mit dem ab? Ich hör nur... Whee! Boah, ich spring einfach auf seinen Kopf. Okay. So, müssen wir hin. 2200 Meter. Boah, ich pack mir jetzt Jetski. Ist mir scheißegal, ne? Ich pack mir jetzt das Jetski hier. Safe packen. Wir fahren jetzt mal einmal zusammen Jetski, Freunde. Woohoo! Ich bin der König der Welt! So, oh, ich bin genau drauf gelandet. Perfekt. Guck mal, wie geil das ist. Boah, guck mal, die Welle, Bruder! Was ist das denn? So, wir fahren jetzt schön mit dem Jetski, Alter. Guck mal, gönnt euch das hier, Alter. Wie geil ist das? Digga, überall sind die, Alter. Wie erkennen die mich denn, würde ich mal gerne wissen. Ja, Jetski war, glaube ich, echt eine sehr gute Idee. Triff Espada beim Wasserturm von Revmira. Sie hat mir ein Foto geschickt. Scheiß auf das Foto. Komm, wir fahren jetzt ein bisschen. Meint ihr, die sehen mich? Die können mich doch gar nicht so schnell erkennen, ey. War sehr, sehr geil, Alter. Also, meint ihr so? Ey, das ist wirklich der beste Far Cry-Teil. Schreibt mal rein, alle, die Far Cry schon seit längerem zocken, ne? Seit wirklich auch seit 10 Jahren, seitdem es das Spiel gibt. Schreibt mal rein, ob das für euch auch der bisher beste Teil ist. Ich finde für mich definitiv, das ist der beste Teil. Es macht so einen Spaß, Leute. Es ist unglaublich. Hätte ich niemals erwartet, Digga. Ich hätte es nicht so erwartet, Leute. Ich habe gedacht, okay, wird bestimmt ein cooles Spiel. Neue Grafik, auch hier PS5 und so. Ach du Scheiße. Bin runtergefallen. Aber ich hätte es niemals so erwartet. Da bin ich ganz ehrlich zu euch, Freunde. Ja, ich komme wieder Krokodile, Alter. Ist hier schnell weg. Es sieht so krass aus in der Nacht. Diese Auflösung, Alter. Das ist unfassbar, Alter. Ihr wisst, wie man mich mit Grafik beeindrucken kann. Das ist einer von uns, ne? Ja. Was ist das denn hier? Achso, ich dachte, das wäre eine Ziege, Alter. Einfach ein Hund.
Ey, die Melodie erinnert einen auch zum Teil irgendwie an Last of Us, oder? Findet ihr nicht? Irgendwie erinnert mich da schon so ein Teil an Last of Us. So, heute brauchen wir nicht zu cutten. Wir quatschen noch mal ein bisschen zwischen den Sequenzen, bevor wir fahren und sowas. Wir können immer ein bisschen reden und so, Freunde. Whee! So, pack uns mal. Ah, Quad fahren, ja. Damit habe ich gute Erfahrungen gesammelt letztes Jahr im Griechenland-Urlaub. Und die Story werde ich nicht nochmal erzählen, Leute, was da passiert ist. Ja, geil. Dreck kaputt gemacht, ja. Willst du mich verarschen? Ich schwöre, ist Dreck kaputt, ne? Bei Gott, das ist ein Zeichen, Alter. Ein Zeichen. Ich soll diese Dinger nicht mehr anrühren. Egal, ob in Videogames oder sonst irgendwas. Ich werde die Dinger nicht mehr anrühren. Ich bin einfach ins Wasser gefallen, direkt am Arsch. Geil, Digga. Genau, was wollte ich sagen, Freunde? Gestern kam ja ein Placement-Video hier auf dem Kanal online. Ihr müsst das Video nicht anschauen. Also, wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder so, Leute, ist gar kein Ding. Nur wenn ihr mich supporten wollt, ihr könnt einfach nur einmal draufklicken. Das wird schon reichen, Freunde. Ihr müsst auch nicht irgendwie ein Like, Dislike da lassen, Freunde. Ist alles ganz entspannt. Ich habe jetzt mit PUBG eine einmonatige Kooperation. Und ja, das Spiel kennt ja, glaube ich, jeder. Ich bin jetzt auch nicht gezwungen, hier im Video darüber zu reden oder so, falls ihr irgendwas Falsches von mir denkt oder so. Nein, nein. Ich habe das Spiel angeboten bekommen und habe ja damals auch ein paar Runden PUBG gezockt, ne? Ich habe jetzt nie gesagt, dass es das beste Battle Royale ist oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, Alter, du kleiner Hundesohn, Alter! Was soll das, Alter? Willst du mich verarschen, Mann? Ja, ja, renn weg, Alter. Du Schwanz. Genau. Ich habe nie gesagt, dass das beste Battle Royale ist, aber ich finde, für sowas kann man auf jeden Fall Werbung machen. Das ist ja vor allem auch fürs Handy, das Game. Und das zocken Milliarden Leute, Freunde. Und ihr wisst, ich gucke mir immer meine Kooperation genau an. Und deshalb finde ich das eine gute Kooperation. Natürlich bekomme ich dafür auch Geld, keine Frage. Das wisst ihr ja, denke ich auch. Aber ich finde, das ist eine coole Aktion gewesen von denen. Guck mal, die haben gesehen, ey, der macht wieder Videos auf dem Kanal und so. Der ist ein cooler Typ, wir feiern den. Und warum nicht? Warum soll ich nicht mit einem der größten Battle Royale Hersteller zusammenarbeiten, wisst ihr? Für ein paar, die sich vielleicht diese Frage stellen. Ja, das wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal gesagt haben. Da kommt jetzt einen Monat lang wahrscheinlich jeden Sonntag oder einmal die Woche ein Video zusammen mit denen. Und das alles ist auch mal ganz entspannt. Also wir zocken da ganz entspannt immer die Runden, quatschen ein bisschen über die Updates und so. Und ja, dazu wollte ich nochmal das gesagt haben. Sonst haben wir uns ja im Stream mal angeschaut, was wir so für Games zocken können. Zum Beispiel House of Ashes kommt ja neu raus. Das werden wir safe zocken, das wird richtig geil werden. Und vielleicht nochmal wieder so Frag den Rillepeter zwischendurch, das neue Battlefield, was bald rauskommt. Vielleicht hat das neue Call of Duty eine Kampagne, die man zocken kann. Da müssen wir einfach mal in Ruhe schauen, Leute. Und dann können wir das Ganze definitiv auch angehen. Also da habe ich auf jeden Fall unnormal Bock drauf. Und sonst, falls im November, Dezember Spiele rauskommen, kann man die natürlich auch noch auf diesem Kanal bringen. Oder auch mal Vlogs oder sowas. Ich habe noch zwei Vlogs, die ich eigentlich hochladen wollte auf diesem Kanal, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich kam leider immer noch nicht dazu. Alter, sieht das geil aus. Junge, 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 Junge. Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen? Thumbnail! El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Viviro-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleonic Begenio. Thumbnail! Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Da ist viel los. Wie willst du vorgehen? Ach du Scheiße. Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Und dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Simpel. Gefällt mir. Das ist auf jeden Fall eine gute Regelung. Warte, Moment, ich wurde gerade hier angerufen. Alter. Was wollen die alle von mir hier, Alter? Man hat Chuck den, Alter. Moment. Warte. So. Okay, mal noch kurz was Wichtiges, Freunde. Sichere die Baustelle von Revier mir. Ah, das war dumm. Das war dumm. Ich will zurück. Kann ich wieder zurück? Ich will zurück! Ach, scheiße. Ich wollte nämlich mit dem Handy erstmal. Da habt ihr mir gesagt, ja, nee, du solltest am besten immer mit dem Handy gucken. Lucky, Lucky, billiger, billiger machen. Ja, ja. Scharfschütze. Willst du mich verarschen, Alter? Bruder, das kann was werden hier. Aber ich sehe gar nichts. Hier ist doch gar nichts los auf der scheiß Baustelle. Oha. Nein, nein, alles gut, alles gut. Was mache ich mit dem, Leute? Was mache ich mit dem? Will ich ihm einen Headshot geben? Ich meine, was soll passieren? Okay. Ich meine, was soll passieren? Na, sei mal ehrlich. Ihr wisst, ich krieg das hin.
Ja, das habe ich gesagt, ich krieg's hin. Nicht mal eine Sekunde habe ich gebraucht. Okay, Baustelle sichern heißt für mich alles ausschalten, was mir in den Weg kommt. Was für Geräusche hier, Alter. Okay, am wichtigsten erstmal die Sniper, weil die können uns am meisten Schaden anrichten. Das ist das Wichtigste, da müssen wir aufpassen. Vielleicht deshalb auch mal erstmal hier gucken, nicht direkt aufs Dach gehen, damit die uns sehen. Aha, da hinten haben wir auch einen. Aha. Ja, das ist über mir, ne? Nein, 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 nein. Boah, Digga, der hat mich direkt gesehen, Alter. Wahnsinn. Ich würde sagen, es wäre sogar schlauer, erstmal den da hinten auszuschalten. Und ihr nennt euch Sniper, Digga, ihr Schwänze? Warte mal, ist da oben irgendwo jemand? Ne. Was für ein Handy, schicken wir gerne aus. Das iPhone 20 oder was ist das für ein Gerät? Ach, das wäre erst der Anfang. Da geht der Spaß erst los, oder was? Der ist einfach zu stark gepanzert. Ach du Scheiße, Digga. Schwach gegen Sprengpaar. Okay, damit könnten wir. Da könnten wir vielleicht da Dingen draufschleudern, ne? Geschächtet. Ihr wisst schon was, unseren Supremo. Nenn mich Primo. Okay. Boah, guck mal, was der für eine Panzerung hat, der Schwanz da hinten, Alter. Okay, wir müssen da irgendwie durch. Ja, komm, machen das jetzt hier. Ja, komm, wir fahren erstmal hier weiter. Zack. So. Einsammeln. Einsammeln. Schießprobe. Immer ein bisschen looten. Immer wichtig, Leute. So, du Sibikopf, Alter. Digga, könnt ihr mal die Fresse halten? Ich geh jetzt hier rein. Ist mir scheißegal, Alter. Gott, wie soll ich die denn alle platt machen? Kannst du mir das mal sagen, ey? Sichere die Baustelle. Ja, das heißt, ich muss die alle töten. Chat, wir müssen die alle töten. Die Frage ist halt, wie? Kann man die vielleicht von hinten angreifen? Oh, oh. Ey, wie kann man... Kann man nicht irgendwie so Steine werfen oder irgendwie sowas zur Ablenkung? Das ging doch immer in den Teilen davor. Boah, eia Bruder, was macht der mit denen, Alter? Oh oh. Wenn er jetzt die Deiche sieht, dann bin ich am Arsch. Die haben halt so einen Helm, ne? Das ist das Problem. Die sind halt nicht beim ersten Schuss tot. Machen dann direkt Palaver. Theoretisch können wir aber auch schon direkt hier reingehen. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Kann man hier rein? Ne, falsch gedacht. Komm her. Was ist denn, wenn ich da einfach in die Fresse baller? Eins, zwei. Dann muss die ja tot sein, Digga, weil der Helm kann sie ja da nicht schützen. Macht ja Sinn, ne? Macht schon Sinn. Oh, da oben ist der scheiß Sniper, Digga. Der ist wichtig zu holen. Ich schieße einfach scheiß drauf. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, ob der gesehen wurde. Ich glaube aber eher nicht. Der wäre wichtig von hinten zu töten, Digga. Der hat die krasseste Waffe. Das ist der Motherfucker da. Das ist, glaube ich, der Endboss. Der darf uns nicht sehen. Das ist das Wichtigste. Können wir den töten, meint ihr, mit der Machete? Ich weiß es nicht. Ja, doch, geht. Oh nein, nein, nein. Darf ich nicht sehen. Boah, erstmal diesen scheiß Alarm hier ausmachen. Das ist das Wichtigste. Den scheiß Alarm deaktivieren, damit keine... Wachen dir nachkommen können. Oh, krass, bisher hat uns keiner einziger entdeckt, ne? So, eieiei, Amen, 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 Bruder. Das ist doch krank, Alter. So, will ich mal sagen? Oh mein Gott. Bruder, was war das denn, Alter?
Digga, mein Handy ist gerade einfach runtergefallen, Alter. Boah. Ey, ich habe mich gerade so erschrocken. Mein Handy ist gerade einfach runtergefallen, Digga, weil jemand angerufen hat wieder. Ey, kennt ihr das? Vibriert. Das ist einfach runtergefallen gerade. Verdammte Scheiße, Alter. Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Boah. Einfach Herzstillstand gerade, ehrlich. Junge, Junge. Jetzt hat das Labor mit Espada. Zeigt dieses Wissenschaftler hinter dem WWN. Okay. Kann er mal die Fresse halten, Alter? Was ist das für eine Musik hier, Alter? Okay. Dieses Krebslabor hier, Alter. Bleib mir vom Leib! Der schmeißt einfach seinen Bildschirm, Bruder! Lass doch mal den Bildschirm in Ruhe! Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Lol, Alejandro Montero. Hermanito? Wie waren die ganze Zeit hinter deinem Bruder her? Wer verdammt bist du? Warum hast du das nicht gesagt? Ich bin Alejandro, der deine Schwester komm. Bumst. Wir gehen nach Hause. Mette pal carajo. Ale. Suéltame. Cojones. Pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Was soll der Scheiß, Jandro? Ich gehe nirgendwo hin. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo. Ich glaube an Iviro und José. Er setzt die Vision um. Napoleon el Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nimmst? Das Schwert. Wow, clever. Was? Er ist dein Bruder. Willst du mich jetzt abstechen? Ich könnte das niemals mit meinem eigenen Papa Bruder oder Schwester. Ach du Scheiße. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. So traurig, wie manche Familienverhältnisse sind, ne? Digga, ich liebe meinen Vater, meine Mutter über alles, Familie, Alter. Familie ist scheiße, oder? Niemals. Familie ist das Beste im Leben. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kein gutes Verhältnis hier in dieser Familie. Aber die Mission haben wir auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also ich bin zufrieden, wie wir das gemacht haben, ja? Aber ein schöner Panzer hier, oder was? Ich habe gedacht, die wird uns mehr erwarten. Aber vielleicht haben wir es doch einfach nur geschickt gelöst, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht war der Rille Peter einfach nur auf einem super Fuß heute unterwegs. So. Wir können ja mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Vielleicht gehen wir mal einfach erstmal aufs Dach und schnappen uns den Helikopter. Weil mit dem Helikopter ist am besten. Alles gut? Sí. Hab mich nie dafür bedankt, dass du mir mit Jandro geholfen hast. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Kein Ding. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hätte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass mein Bruder Soldat ist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Familie. Komm bald zurück ins Lager. Es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen. Hast du Familie gesagt? Hast du Familie gesagt? Vin Diesel kommt schon gleich mit Raketenwerfer auf mich. Alter, das sieht geil aus, ne? Von hier oben einfach mal. Okay, ich würde sagen, wir fliegen einfach zurück zum Lager. Müssen wir mal kurz gucken auf der Karte. Wir können doch eigentlich eine Schnellreise dorthin machen, oder? Bin ich blöd. Eigentlich müsste das ja gehen. Ne? Hey! Kann ich da nicht mit Schnellreise hin? Müsste doch safe gehen, oder? Oder wo kann man die Schnellreisen hin machen? Warte mal, Belohnungen? Nein. Ja, ist schon richtig hier. Ist schon richtig. Ich glaube, wir können da nicht hin, ne? Doch, Schnellreise, perfekt, da, hab ich's gesehen. Okay, ich glaube, diese Missionen, die so gelb sind, das sind alles Hauptmissionen, so habe ich das Gefühl. Okay, wir fahren da mal hier kurz hin mit der Schnellreise und dann schauen wir uns mal eben an, wie es weitergehen könnte. Wir können es ja gleich mal im Menü auch angucken, was alles noch so an Missionen da ist. Schön, dich zu sehen, Dani. So, guck mal hier, ich glaube, wir müssen wieder zu dem Vater hin, ja, siehst du? Ich glaube, das sind wirklich diese Hauptmissionen. Oder schreibt mal in die Kommentare, wenn es nicht so ist, Leute. Guck mal, die Legende von 67... Das sind alles Missionen, die man machen kann. Das sind, glaube ich, alles Nebenmissionen. Und das hier vielleicht die Hauptmission. Ich weiß es nicht, woran man es erkennt. Sage ich euch so, wie es ist, Leute. Das kann ich euch nicht sagen. Einsätze. Kann sein, dass Einsätze die Hauptmissionen sind. Und guck mal, er trifft El Trigue, trifft Maximus von Castellanos Droppen.
Jahre an Geschichten, siehst du Schatzsuche, militärische Ziele, siehst du alle abgeschlossen, ja. Und alle, die wir abgeschlossen haben, waren meistens diese blauen Missionen. Ja, okay, einen haben wir auch nicht. Egal, wir gehen mal auf alle Einsätze. Ich glaube, das ist erst einfach. Also kann sein, warte mal, ich markiere das einfach mal, damit wir wissen. Zack, es müsste ja das sein, oder? 5.390 Meter, willst du mich verarschen? Ach so, ja gut. Gut, dann ist das doch nicht die Hauptmission. Egal, ist glaube ich doch hier richtig. Aber wo hat man das jetzt gesehen auf der Karte? Kann mir das jemand erklären, Chat, wie das läuft? Wann soll das enden? Camila, Sie sind Familie. Ich sage, wir hören auf. Schön, du hast aber nichts zu sagen, weil das nicht dein Lager ist. Was ist denn los? José hat unsere Leute. Er will sie auf dem Verdera-Platz hängen. Ihre Schuld, dass sie erwischt wurden. Es ist deine Schuld. Wie oft habe ich dir gesagt, sie müssen lernen, was es heißt, Teil der Guerilla zu sein, von uns. Aber du hörst nie zu. Vertraue und dir wird vertraut. Das gefällt mir nicht. Also was? Wir lassen sie einfach zurück? Mierda, das kenne ich ja. Kleines Team. Den haben wir aus dem Knast gerettet. Vorletzte Folge, Chat. Wir gehen rein, holen unsere Leute. Wer uns in die Quere kommt, stirbt. José hat Militär vor Ort. Jemand muss sie beobachten. Naja, die Kirche hat einen Glockenturm. Von dort aus kannst du alles sehen. Wie gewaschen deine Finger, Alter? Was ist denn da? Das ist scheiße an seinen Fingern. Ich hab was für dich, Held. Ein Fili-Gewehr mit Hochleistungsvisier. Ich bring die Waffe hin. Miguel, Camila und ich sind auf dem Platz. Oh, eine neue Waffe. Fili wartet beim Funkturm. Das hört sich lecker an. Keine Handys. Ja, sagt aber, ich wollte mein iPhone 13 mitnehmen, Bruder. Wir haben safe unser Handy dabei. Montero spielt schon wieder. Camila, Camila, Camilla. Du verstehst mich? So, Sonnenuntergang. Einsatzziele. Okay. Dann reisen wir. Erreiche die Kirche in der Stadt Verdera. Okay, die Mission machen wir auf jeden Fall safe noch. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich würde sagen, wir reisen wieder mit dem Flugzeug dahin, weil das geht, finde ich, am schnellsten. Persönlich finde ich das am schnellsten. Okay, dann sehen wir uns gleich dort wieder, Freunde. Und Leute, spielen wir wieder wem mit schwindelig, oder was? Junge, Junge, Junge. Unidentifiziertes Flugzeug im gesperrten Luftraum. Halt die Flugsicherung. Landen Sie, sonst eröffnen wir das Feuer. Kannst meinen Schwanz lutschen. Ich muss direkt. Eins, let's go. Ich bin bei der Kirche. Ah, mach. Hier ist Miguel. Wo ist Carlos? Beschäftigt. Schaffst du es zum Glockenturm? Der geschoben. Gut. Ich habe das Gewehr für dich dort gelassen. Lass dich nicht von den Soldaten sehen. Okay. Ich wünsche dir viel Glück. Oh, oh, wo sind denn die Soldaten, Digga? Wie soll ich denn da hochkommen? Scheiße, hätte ich mal lieber anders gemacht, ey. Ich hab doch keine Waffe. Was ist denn für ein Schritt gerade? Habt ihr das gesehen? Der hat irgendeinen Fehler gehabt. Oh, oh, guck mal, hier ist Sniper und so, Digga. Lass dich nicht sehen von den Soldaten. Finde das Scharfschützengewehr im Glockenturm. Boah, Bruder, jetzt kommt der Sniper wird geworden. Bob Lee Swagger, mein Name. Augen auf, Dani, ganz wichtig. Ist da hoch irgendwie, warte mal. Wir müssen jetzt noch keine Gegner töten, weil wir noch keine Waffe haben. Ich will mir die aufsparen, die Gegner. Schön mit der neuen Waffe. So, wie kommen wir da hoch? Kommen wir hier hoch? Ist irgendwo jemand ist, Alter. Ist eine Kapelle hier, oder? Seid gegrüßt, Vater Yarana. Hier steht euer General. Das ist so laut hier. Halt die Fresse, Alter. Ah, oh, da war jemand, ne? Oh, oh nein, ich muss schnell hoch, schnell, 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 yalla, yalla. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Komm ich denn da hoch, Digga? Ist die richtig? Ich hoffe, es ist richtig. Jawohl, ist richtig. Safe, oder? Der Schlüssel zum Glockenturm fällt. Wollt ihr meinen Sibi lecken, Alter? Wie der Schlüssel. Ich muss so unentdeckt dorthin gehen, sonst ist der Plan im Arsch. Digga, wer hat denn jetzt hier den scheiß Schlüssel? Wo ich jetzt gesehen? Einsatzziel fehlgeschlagen. Ich steck dich vor den Soldaten. Ach du Scheiße, Bruder, ich muss hier weg. Ich kann mich doch eh nicht finden. Wo sollen die mich finden, Digga? Ist so eine Kiste, die man mitnehmen kann. Wieso geht der nicht da rein, Digga? Wird da irgendeine Waffe ange... Ah, vielleicht müssen wir hier außen hoch auf den Glockenturm. Okay. Wir wurden... Okay, okay, okay. Wir brauchen doch keine scheiß Schlüsselkarte, Alter. Ich dachte schon, Alter, was wollen die von mir mit Schlüsselkarte hier?
Oh mein Gott, jetzt geht's los. Freunde, jetzt geht's los. Sniper-Profi Ernie ist am Start. Ja, blass mal weiter. Boah, Thumbnail safe, Digga. Hier muss ein Thumbnail her, Alter. Ach, Scheiße. Boah, das muss das Thumbnail des Videos werden. Genau das gerade. Wir sind auf Position. Okay, Hilfe. Bin da. Lass den Motor laufen. Suerte. Am Ende ist das eine Falle. Ich habe kein gutes Gefühl, wie sie. Nicht feuern, bis ich es sage. Yarana! Ihr ehrt mich heute mit eurer Anwesenheit. So wie ich euch mit der meinen. Dies sind die falschen Yarana und sie haben keinen Platz hier in unserem Paradies. Oh mein Gott, das ist... Ach du Scheiße. Als Strafe für ihre Verbrechen werden sie aufgehängt am Lauf von Yaras Militärmacht. Wie gehen wir vor, Carlos? Carlos! Oh mein Gott. Scheiße. Was ist denn mit der Waffe passiert? Warum funktioniert die Waffe nicht? Alter. Junge, was geht hier ab, Mann? Casi te perdí, cabrón. Oh oh. Oh mein Gott, hat der Bombe. Oh mein Gott, der hat eine Bombe hinten drauf. Was? Hat er sich jetzt einfach in die Luft gesprengt? Er hätte einfach die Bombe wegschmeißen können, oder bin ich dumm? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Andere wird hier sterben. Wir müssen los. Herr Spada! Ich nehme ihn. Du deckst mich. Verstanden? Oh mein Gott, die Arme kommt gar nicht klar. Alter, was zur Hölle geht hier ab, Leute? Bring Alejandro in Sicherheit, bevor er stirbt. Spada wird vorausgehen. Okay, komm. Ja, wie soll ich... Fili, wo bist du? Ich komm nicht rein. Hier geht's heißer zu als an den Eiern des Teufels. Wir haben Alejandro. Er ist schwer verletzt. Okay, okay. Wir treffen uns am Funktor. Er will mich verarschen? Ach so, wir sollen helfen. Digga, ich hab gedacht, die geht voraus und die gibt uns Deckung, Alter. Willst du mich verarschen? Sieht die selber am Boden, Alter. Und willst du mich verarschen? Dann geh doch voraus, Mann. Muss ich ihn jetzt mitnehmen und immer ablenken? Aha, jetzt kann er auf einmal auch schießen und tragen, ne? Gerade hatte der keine Waffe drin. Geh doch, du Kuh, Alter. Sag mal, willst du mich verarschen? Dein Bruder stirbt hier. Du sollst... Espada wird vorausgehen, dann geh voraus. Ey, ich glaube, die will mich verarschen, ne? Dann geh doch. Aber diese Frau, ne? Die geht mir natürlich auf den Sack. Mann. Kommt die Frau klar? Muss ich jetzt hier vorgehen oder was? Scheiße, Alter. Junge! Bruder, was macht der Typ denn da? Komm, schieß da drauf, Esperanza. Jawohl.
Geh mal voraus jetzt, Amina, der stirbt gleich. 39% Leben hat er noch. Ey, ich glaube, das ist ein Bug, Digga. Wir haben einfach wieder einen Bug. Wir haben wieder Pech. Ich schwör auf alles, ne? Ich schwör auf alles. Wir haben wieder einen Bug. Ich schwöre auf alles, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Ey. Ich räume jetzt hier kurz auf, ne? Mir ist scheißegal, Alter. Ich hol jetzt auch diesen scheiß Panzer daher. Wo ist der scheiß Panzer? Hier. Der Panzer kriegt das von mir. Bitteschön. Ach geil, der geht nicht mal kaputt, der Panzer. Super. So. Wolltest du doch vorausgehen, du dumme Kuh, Alter. Wo ist die denn jetzt? Ey, diese Frau regt mich gerade so auf, ne? Aha, auf einmal ist die da hinten, ne? Jetzt auf einmal kannst du rennen, ne? Jetzt, wo dein Bruder nur noch 26% Leben hat, ne? Jetzt geht's auf einmal. Geh! Okay, wir ziehen das durch. Komm, Digga, willst du mich verarschen? Was geht hier ab? Ich schwöre, ich kann ihn nicht ablegen, ne? Ach, die geht voraus. Ja, wie soll man das denn hier schaffen, Alter? Ich schwör, ich krieg wieder die Krise, ne? Ich schwör, ich krieg wieder die Krise gerade hier bei der Folge heute. Der Schwanz, Alter, die geht doch vor. Wir sollen einfach hinterher rennen. Okay, das heißt, ich soll also nicht mehr ballern. Ich gehe jetzt einfach. Gib mir Deckung. Wenn ich einmal getroffen werde, ist deine Schuld. Hier, schießt sogar No-Scope drauf. Geh doch! Geh! Junge, diese Esperanza, Alter, Espada, Escame tu Nación, Alter. Der brenn. Digga, der ist gleich tot, ne? 9% noch, du Dumme. Ja, wie schlucken die denn, Mann? Esperanza, wo bist du? 4%, wenn er jetzt stirbt, ne? Ich schwöre, ich brich die Folge heute ab. Ich raste dann aus wieder, Alter. Dann ist vorbei. Geh! Ey, geh, der hat noch 4%. Geh! Ich schwöre, ich raste gleich aus. 2%, ne? 2%, wenn er jetzt stirbt. Der stirbt. Scheiße. Ja. Du dumme Kuh, Alter. Du dumme Kuh, Alter. Du. Dumme Kuh, Alter. Du kannst direkt auch mitbrennen, ey. Du dumme Kuh, ich schwör's dir, ey. Weil die in der Kirche da, in der Kapelle, erstmal 10 Jahre am Sitzen ist, Alter. Ehrlich, was macht die da, die Dumme? Nadine, wir müssen ihn verdammt nochmal hier rausbringen. Ey, ist schon wieder alles von neu, ne? Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Oder ist die dumm? Guck mal, ich bin hier draußen schon und die geht einfach rein wieder, Alter. Ey. Ich schwör's dir, die rennen mich an diese eine Catalina von San Andreas, ne? Die macht so Scheiße. Geh doch mal jetzt. Mach die da Moonwalk. Jetzt gehst du auf einmal raus, ne? Und gerade gehst du wieder rein. Ich schwör, die Frau, die regt mich gerade so auf, ne? Ja, geil. Ja, super. Tschüss. Granate. Ja, geil. Muss mich erstmal selber wieder heilen. Und die rennt einfach vor, Bruder. Die dreht sich gar nicht um. Hauptsache, ich werd abgeballert, ne? Schrei nicht so rum, Alter, hinter deinem Baum, ey, du scheiß Baumcamper. Ey, die Waffe ist so komisch mit dem Feuer, ne? Ich nehme lieber eine normale Revolver, Alter, oder? Aber eigentlich müsste die doch viel besser sein, weil die auch quasi die Leute zum Brennen bringt. Ah, Camilla. Hat dann Schnauze. Camilla. Reicht mit deinem Camilla. So, zack, haben wir. Der müsste auch weg sein. Oh, oh. Bombe, Bombe, Bombe! Hier ist die Mission gerade gescheitert, Freunde. Den habe ich auch. Genau hier ist die Mission gescheitert, ne? Chef, genau hier gerade. Eins, zwei und... Junge, ich mit meinen Feuerdingern hier, Alter. Ich mach hier, ich verbrenne hier alles. Ja, auf einmal Feuer gelöscht gerade. Die macht doch gar nichts. Geh doch. Ey, geh. Ey, das heißt wirklich,
wegen 10 Metern, wenn er jetzt hier vorbei ist, ne, wenn jetzt der Typ kommt, dann war das wirklich wegen 10 verfickten Metern, weil die einfach in der Scheißkapelle 10 Jahre gewartet hat. Wie dumme, Alter. Unglaublich, Leute, unglaublich. Ja, komm, mach hin, schnell! Und wir abhält! Los, Fili, los! Ich glaube, der Vater ist aber echt leider tot, ne? Jetzt werden wir neue Anführer, oder was? Der ist selber in die Luft gesprengt worden. Was? Verteidige die Phillies Truck. Ach, geil, Digga. Okay, verteidige Phillies Truck. Ich sehe sie. Wo denn? Was soll ich machen, Digga? Will der von mir? Moment. Einfach nur den Fahrer treffen, da kann doch nichts passieren. Einfach den Fahrer holen. Ja, Leute, die wechseln einfach den Fahrer. Wie soll man so zielen, Alter? Ich schwöre, unmöglich. Hä? Digga, warte mal. Schnell mach diesen Scheiß. Wo ist Carlos? Er hat's nicht geschafft. Carlos ist tot, der arme Vater, Alter. War Carlos, ne? Einfach gestorben. Digga, wie gut die schießen können beim während des Fahrens. Ich schwör's dir, ich kann hier kaum zielen. Warte mal, wo kommen die Schüsse her? Ich schwöre es dir, man kann hier nicht schießen, ne? Man kann nicht schießen hier. Ich schwör auf alles, es geht nicht. Wie soll man denn hier schießen, Digga? Von wo kommt... Bleib bei mir, Hando. Bei mir. Ey, das ist so kompliziert, ne? Wie soll das denn gehen, Mann? Ich schwöre auf alles, das funktioniert nicht. Wie soll ich denn beim Fahren schießen, Alter? Es wackelt alles. Ich kann nicht zielen, links, rechts, gleichzeitig. Ich krieg grad die echte Krise, ne? Das Pech geht wieder los. Wir dürfen nicht anfangen, dass dieses Pech hier auf Far Cry übergeht von GTA. Dann haben wir aber gewaltig ein Problem. Kämpfe oder lauf weg. So, ich mach mein Bestes jetzt hier. Ich versuche. So, guck mal, nochmal jetzt. Konzentration. Ich sehe sie. Digga. Du dumme Kuh, schieß doch, Alter. Ey. Ich schaff meine Mutter, ne? Bruder, wenn ich jetzt verkacke, bei Gott, ich beende diese Folge. Wenn ich jetzt verkacke, wird die Folge beendet, Digga. Ich raste gleich noch zu sehr aus. Meine Freundin schläft schon 2 Uhr, Alter. Die denkt gerade, oh, was macht der Typ hier? Willst du mich verarschen, Alter? Was passiert hier, Mann? So, hab ich. So. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Junge, der sagt das genau wie Paul Walker, Alter. Die Stimme. Ich sehe sie. Den Strick an Fast and Furious. Wo? Ich sehe sie. Aha, jetzt auf einmal geht's, ne? Nein, nein, die darf nicht ans Lenkrad. Warte mal. Ja, auf die Schwänze drauf da, Alter. Von oben. Genau, auf diese Autos mit diesem... Das war wichtig, Leute. Glaubt mir, das war wichtig. Weil das waren diese Autos, wo oben noch ein Geschütz drauf ist. Er hat's nicht geschafft. Papa! Venga! Venga, venga, venga. Digga, wie soll ich denn hier mit beim Fahren schießen? Kannst du das mal sagen? Ey. Wirf die Scheiße dahin, Alter. Ey, willst du mich verarschen? Das ist ja unmöglich, diese Stelle gerade hier. Ich schwör auf alles, unmöglich. Unmöglich, bei Gott, ist unmöglich. Phyllis Laster wurde zerstört. Freunde, das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Leck mich am Sack, Digga. Leck mich am Sack. Was passiert hier für eine Scheiße, Alter? Wollt ihr mich gerade komplett verarschen? Was ist das für eine Mission, Alter? Ich fühle mich wieder wie bei GTA. Bis morgen zur nächsten Folge. Ich schwöre, ich raste gleich hier noch komplett aus, ne? Digga, ich wollte entspannt eine Far Cry-Folge aufnehmen. Auf einmal GTA-Pech wieder hier. Tschüss, bis morgen.